Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Nachdem ich euch beim letzten Mal eine sehr teure Custom-Tastatur vorgestellt habe, gehen wir heute wieder ein wenig mehr in den Low-Budget-Bereich von Tastaturen. Genauer gesagt schauen wir uns heute die Vomir WK61 an. Das Teil wurde mir vor einer ganzen Weile mal zum Testen zugesendet, weshalb das Ganze auch als Werbung markiert werden muss. An meiner Meinung zum Keyboard ändert das aber wie immer nichts. Außerdem gibt es wieder mal eine kleine Überraschung für euch. Denn ich habe mich dazu entschieden, diese Tastatur hier am Ende des Videos zu verlosen. Denn wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wird das Teil ansonsten eh nur in meinem Regal vergammeln, da ich keinen Nutzen dafür habe. Mit Sicherheit gibt es viele da draußen, die sich über so ein Keyboard freuen würden, und selbst wenn ihr es nicht für euch selber braucht, könnt ihr am Ende des Videos euer Glück versuchen, und für den Fall, dass ihr gewinnen solltet, könnt ihr es eurem Bruder, Schwester, Oma, Hund oder weiß was ich schenken. Wie das Gewinnspiel dieses Mal ablaufen wird, verrate ich im Laufe des Videos. Vorher werfen wir aber wie immer erstmal einen genaueren Blick auf die Tastatur und was sie so drauf hat. Die Vomir WK61 ist eine 60% Tastatur mit einem durchaus interessanten Design. Das Case ist aus einem transparenten Kunststoff und die Keycaps sind Pudding Keycaps. Diese Kombination aus dem Case und den Pudding Keycaps sorgen für eine wirklich schicke RGB-Beleuchtung. Die WK61 hat gewissermaßen eine Custom-Optik, was mir wirklich gut gefällt. Ihr bekommt sie auf Amazon für einen Preis von 67 € in den Farben Glacier Blue, die ich hier habe, Phantom Black und Tiffany Color. Die meisten wird vermutlich die schwarze zusagen, die anderen beiden sind aber auf jeden Fall auch mal was anderes. Auf AliExpress bekommt ihr die Tastatur in der Regel etwas günstiger, da ich allerdings weiß, dass viele nicht bei AliExpress kaufen wollen, verlinke ich sowohl Amazon als auch AliExpress in der Videobeschreibung. Bevor wir weiter über die Features der Tastatur sprechen, schauen wir wie immer erstmal, was sich so im Lieferumfang befindet. Neben der Tastatur selbst findet sich dort noch ein einfaches USB-C Kabel, ein schlechter Switch und Keycap Puller, aber besser als nichts I guess. Zu guter Letzt sind noch ein paar zusätzliche Keycaps dabei und einen dunkleren Blau, falls ihr ein wenig mehr farblichen Kontrast bei eurem Keyboard wollt. Der erste Eindruck der WK61 ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Gefühl von Qualität, aber ich hatte auch schon deutlich schlechteres in den Händen. Das hier ist halt die typische 60% Tastatur in einem Case, das vollständig aus Kunststoff ist. Für eine Tastatur, die stellenweise nur 50 € kostet, sollte man aber auch wirklich nicht mehr erwarten. Hinten in der Mitte habt ihr den USB-C Anschluss, auf der Rückseite für Gummifüße für den Grip auf dem Tisch. Ihr habt die Wahl zwischen Clicky Blue, Tactile Brown oder linearen Red Switches. Mein Exemplar hat rote Switches. Allerdings sind diese nicht von Gateron, Kale oder sonst wem, sondern irgendwelche No-Name-Dinger und das merkt man leider auch. Ein paar Gateron Switches wären schon deutlich besser gewesen. Aber immerhin, die Tastatur ist hot swappable. Ihr könnt also wie ihr lustig seid jeden 3 oder 5 mit Switch in die Tastatur stecken. Ich habe das auch probeweise mal ausprobiert und ein Echo Pom Silver Switch in die Tastatur gemacht und das Tippgefühl war direkt so viel besser. Also wer Lust und Zeit hat, das Modden der Tastatur lohnt sich auf jeden Fall. Ein Software gibt es nicht, die Tastenkombinationen für verschiedene RGB-Modi oder auch Multimedia-Tasten findet ihr in der Anleitung. Die Pudding Keycaps der Tastatur sind wirklich nichts Besonderes. Ganz einfache, günstige Keycaps. Aber sie machen halt das, was Pudding Keycaps machen. Sie lassen die Beleuchtung besser aussehen. Und das Flackern ist natürlich nur in der Kamera so, in echt flackert da gar nichts. Es gibt einige Beleuchtungseffekte, von Rainbow-Welle bis Kirmeseffekte oder einfarbig. Ein Klassiker, der finde ich immer geht, ist die Rainbow-Welle, die sieht bei Pudding Keycaps immer ganz nice aus. Aber auch einfarbig hat was, vor allem in Weiß oder Cyan macht die Beleuchtung wirklich was her. Wie macht sich die Vomir WK61 ansonsten so im Alltag? Naja, es ist eben eine Tastatur. Das kompakte Layout ermöglicht viel Bewegungsfreiheit mit der Maus und die linearen Switches ermöglichen ein schnelleres Auslösen als beispielsweise blaue Clicky-Switches, was vor allem beim Zocken ganz angenehm ist. Allerdings klingt sie wie fast alle günstigen Keyboards etwas klapprig, was zum einen an den Switches liegt und zum anderen an den hohlen Case und den schlechten Stabilizern. Ich denke, wer keine besseren Tastaturen gewohnt ist, wird das nicht schlimm finden. Für jemanden wie mich, der hier mit einer 300 € Custom-Tastatur chillt, ist das obviously schon nervig. Ich bin aber auch überhaupt nicht die Zielgruppe einer solchen Tastatur. Die Tastatur ist für jeden geeignet, der ein günstiges, kompaktes Keyboard sucht, mit viel Beleuchtung und die Möglichkeit möchte, die Tastatur nach seinen Bedürfnissen modden zu können. Überzeugt euch aber gerne selbst davon, wie ihr den Klang der Tastatur findet. Ohren auf, let's go!
Ich denke, man hört das ganz gut, dass die Tastatur durchaus ein paar Mods gebrauchen könnte. Alles in allem finde ich die Vomir W61 aber völlig in Ordnung für den Preis. Optisch macht sie wirklich was her und ist nicht nur ein 0815 schwarzes oder weißes Keyboard. Und auch die Beleuchtung kommt durch die Keygaps gut zur Geltung. Nachteil ist natürlich, dass man hier kein deutsches Layout hat und die Umlaute quasi blind tippen muss. Das neue System erkennt die Tastatur selbstverständlich als deutsche, nur sind die Umlaute beispielsweise eben nicht auf der Keycap aufgedruckt. Man gewöhnt sich da zwar recht schnell dran, wo sich die Umlaute befinden, aber manche wollen ja wirklich keine Tastatur mit OS-Layout. Euch könnte ich empfehlen, mal die Shakun SGK 50 auszuchecken, habe ich auch schon ausführlich auf meinem Kanal getestet und gemoddet. Doch wie könnt ihr das Teil nun gewinnen? Irgendwo im Video habe ich eine Frage versteckt. Ich möchte, dass ihr mir diese Frage als Kommentar beantwortet und zusätzlich den Hashtag WK61 nutzt, damit ich weiß, dass ihr teilnehmt. Bitte lest die Frage richtig und nutzt auch den Hashtag. Ich war beim letzten Gewinnspiel echt erschrocken, wie viele es nicht hinbekommen haben, eine Frage richtig zu lesen und zu beantworten und einen einfachen Hashtag zu benutzen. Stellt euch mal vor, ihr würdet bei sowas gewinnen und euer Kommentar ist am Ende ungültig. Wie ärgerlich wäre das denn? Also nochmal der Appell an alle, achtet darauf, dass ihr auch richtig teilnehmt. Teilnahme ab 18 Jahren oder mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Und außerdem ist nur eine Teilnahme mit Versandadresse in Deutschland erlaubt. Andere Länder wie Schweiz haben die Versandkosten im Falle eines Gewinns selbst zu tragen. Eine mehrfache Teilnahme ist nicht gestattet und führt zu einem Ausschluss. Nach 7 Tagen werde ich mit einem random Comment Picker einen Gewinner ziehen, auf euren Kommentar antworten, sowie einen Kommentar unter dem Video anpinnen, in dem ich den Gewinner nenne. Ihr habt dann 4 Tage Zeit, mir unter eurem Kommentar zu antworten, um mir mitzuteilen, wo ich euch erreichen kann, um eure Versandadresse zu bekommen. Ich wünsche jedem viel Glück, bedanke mich fürs Zusehen, lasst gerne ein Like oder Abo da, falls ihr solche Aktionen öfter wollt, und dann sieht man sich beim nächsten Video. Ciao.